Hallo und willkommen zurück zu The Infected mit Selina. Und ich habe vergessen, meine Kopfhörer anzuziehen. Super. Und ich schneide das jetzt mal nicht raus. So, jetzt habt ihr mal mitbekommen, wie das so ist. Ja, ich bin nicht nur im Spiel verwirrt. Das läuft im richtigen Leben genauso. Okay, also, wir warten, bis das fertig ist. Dann hauen wir nochmal eins rein. Dann können wir wieder zwei Stück verbessern. Dann wollten wir die Materialien hierfür holen. Das wollten wir noch machen, bevor es Nacht wird. Also es wird jetzt 4. Um 12 kommen sie. Wir haben halbe geschlafen. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen schlafen. Ja. Wir haben jetzt 6. Wir müssen noch essen, trinken. Okay, nee, wir bleiben hier. Wir warten jetzt noch die Nacht der Nächte ab. Gucken, wie wir uns schlagen. Tatsächlich, ich wähle dich. Zack. Und du kommst wieder weg, weil dich werden wir, denke ich mal, nicht brauchen bis zur Nacht der Nächte. Und dich schon. So. Okay. Das ist alles mit Zement. Die Holzsäulen sind, glaube ich, auch mit Zement. Das heißt, wir können tatsächlich gar nichts machen. Okay. Das hier wird ja alles zu Plastik verarbeitet. Dann haben wir das nämlich. Okay, super. Dann haben wir nämlich jetzt die 30 zusammen. Das heißt, ich wandle das jetzt noch um in Lehm. Und danach wird es jetzt ewig dauern. Eigentlich habe das eine Lehm liegen. Ja, gut, aber nichtsdestotrotz. Das Problem ist, dass ich halt viel zu viel in trockene Ziegel verwandelt habe. Und das kann ich jetzt nicht mehr umkehren. Aber ich dachte echt, wir werden viel mehr brauchen als das, was wir jetzt aktuell gebraucht haben. So. Okay. Dann lassen wir das mal hier liegen. Da kommen wir später zu. So, die mechanischen Teile, die haben wir hierfür gebraucht. Ey, das sieht halt auch einfach richtig geil aus, ne? Dass das dann auch gleich alles an die richtige Stelle gepumpt wird, ist noch besser. Okay. Also, wir holen uns auf jeden Fall jetzt was zu essen. Wir haben ja noch getrocknetes Fleisch. Das mache ich dann auch weiterhin zwischen den Folgen einfach. Sehr schön. Ihr seht ja auch schon, dass es rein theoretisch fertig ist. Aber, wir machen es trotzdem nicht. Okay. So. Das kommt hier rein. Bei selten kommst du rein. Du kommst. Eigentlich kannst du weg. Es ist kalt, es ist kalt. Die Sache ist halt, ich müsste eigentlich immer die Jacke mit mir rumtragen, dass sobald es ein bisschen kälter wird, ich die Jacke anziehe. Aber irgendwie fühle ich das nicht so richtig, ne? Also eigentlich. Ach, grüß dich. Eigentlich reicht das wärmere T-Shirt und die Hose. Und dadurch, dass wir jetzt auch die Rüstung haben, die jetzt auch nochmal wärmt, ist eigentlich alles okay, nicht? Okay, also, dann haben wir das Ding hier. Das ist ein Kobalt, Elektrik. Ja, dafür müssen wir los. Dafür müssen wir los, Leute. Aber wir haben 8. Schaffen wir das bis 12 Uhr zurück? Ja, komm, ey, wir sind so schnell mit dem Auto. Das schaffen wir easy. Das schaffen wir. Ja, ihr seht schon, ich habe einmal nachgetankt und eine so eine Gascan, also eine so eine so ein Gaskanister. Huch, oh. Ich habe nichts gesehen. Ja? War ein komisches Fiepen, ne? Aber nichts gesehen. Ah, das tritt sich fest. Also ich glaube tatsächlich, wir können es schaffen. Weil wir haben jetzt gleich 8. Okay. Das heißt, wir haben noch 4 Stunden. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Könnte knapp werden. Aber machbar. Machbar. So. Und dadurch, dass wir ja in der Nacht die Lampe haben. Jo, perfekt. Wrum, wrum. Ja.
Wollte ich auch gerade sagen. Hab dann aber meinen Text vergessen. So, das müsst ihr. Ah ne, müssen. Stopp! Ich glaube, wir müssen. Ah ne, alles gut, alles richtig, alles richtig. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen noch einmal abbiegen. 20.000 Mal den Weg lang gefahren. Immer noch nicht. Immer noch kein Wissen darüber. Ja, normalerweise schneide ich ja das Fahren raus. Aber da jede Fahrt mit mir ein Abenteuer ist, habe ich das jetzt mal drin gelassen. Ach gut. Wird nicht fünfmal überschlagen. Tja, alle, die drauf gewettet haben, haben jetzt verloren. Ich glaube tatsächlich, in den Folgen habe ich mich nur einmal überschlagen, oder? Ja, ich glaube. Ey, so viele Tiere. Wieso jage ich die überhaupt? Ich kann die einfach überfahren. So. Und jetzt müsste ich eigentlich laufen. Das würde ich tatsächlich dann beschleunigen. Dass ich jetzt mit dem Ding einfach rüberlaufe. Ne? Die Stwege. So, okay. Schnell alles mitnehmen und los geht's. Dann gehen wir jetzt schnell nach Hause. Und wir sind eigentlich gut in der Zeit. Wir haben jetzt erst 10. Es ist sich super ausgegangen, wenn man überlegt, dass ich hier die Strecke sogar gelaufen bin, ja? So. Jetzt einmal kurz drehen. Und nichts wie nach Hause. So, auf K macht man das Licht noch an. So, können wir die Straße ein bisschen besser sehen. Aber wir wissen ja natürlich aus dem FF, wo wir jetzt lang müssen. Also das Auto selbst weiß schon, wo es lang muss. So habe ich es erzogen. Also das Auto muss sich halt mehr auf sich selbst verlassen als auf mich. So, jetzt aber schnell los. Man ist gerade vom Einkaufen nach Hause gekommen. Mitten in der Aufnahme. Es hat doch ein bisschen länger gedauert, dadurch, dass ich ja jetzt die Schnitte drin habe. Dauert ja die Aufnahme an sich ein bisschen länger. Aber das schaffen wir alles noch. So, jetzt nur noch schnell nach Hause, schnell hinten zur Falle hin. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht einfach durchfahren, aber nein. Oh, alles gut, alles gut. Nein, nicht alles gut, wir stecken im Baum fest. Ach, sehr gut, sehr gut. Verdammt, hier ist falsche Richtung, wir müssen da lang. Nein, wir müssen. Stopp. Oh Gott. Warum habe ich das so knapp gemacht? Warum habe ich gesagt, ja, geht in Ordnung, ah, da war reichlich Zeit, das geht sich aus. Ach, ich würde sie einfach gerne ausprobieren, wenn die Viecher spawnen und ich die einfach überfahre. Wisst ihr? Ist halt unglaublich verlockend. Nee, da nicht. Die nächste. Andererseits möchte ich auch die Falle ausprobieren. Wie lange haben wir denn noch? Es ist jetzt gleich 11. Und wir sind schon zu Hause. Also es wird sich auf jeden Fall zeitlich ausgehen. Nee, komm. Nee, wir machen das normal in der Falle. Vielleicht ergibt sich das irgendwann. Na, wobei, das Let's Play ist auch schon fast vorbei. Vielleicht solltest du ein bisschen abbremsen, bevor du nach Hause kommst. Nur ein bisschen. So, dann können wir das nämlich so machen. Licht aus, Motor aus, Handbremse an, aussteigen. Ja. So, machen wir die Garage zu. Ich würde jetzt tatsächlich alles noch zum Schmelzen schmeißen. Und während wir um unser Leben kämpfen, können die Erze in aller Ruhe schmelzen. Uiuiuiui, was ist da los? So. Ach, Durst. Ach, immer wieder Durst. Okay, wir müssen nochmal schnell hoch. Oh Gott. Jetzt wird es doch noch knapp zum Schluss. Jetzt wird es doch noch knapp. So.
aus. Ja, der Bär, der schläft da. Der wohnt da. Ich möchte ihn noch präparieren, damit ich nicht so einsam bin. Deswegen ist er noch da. Wir haben kein Fleisch. Moment. Wie viel Uhr haben wir? Ja, gut. Ja, jetzt haben wir Zeit. So, jetzt haben wir Zeit. Da, Fleisch. Gib mir mehr von dem, was du Fleisch nennst. Njam, 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 njam. Lecker, lecker, lecker. Sehr schön. Dann sind wir gut gesättigt. Wir hätten noch ein paar Dosen. Was haben wir hier? Kleine Steine. Nein! Oh Gott. Stopp. Stopp. Steine. Okay. Einmal drinne, sind sie nicht mehr zurückzuholen. Naja, was soll's. Ach so, ja, dadurch, dass ich da wie wild draufgeklickt habe, habe ich natürlich jetzt alles rausgeholt. Das war ja genau das, was ich wollte. Verdammt. Oh Gott. Ich komplettes Inventar voller Sand. Ja. Was los? Ist doch okay so, oder? Ich kann eigentlich jetzt alles hier raus. Nein, nein, das tun wir jetzt nicht. Wir werten das jetzt nicht auf. Wir werten das später auf. So. Nicht, dass die irgendwie spawnen, während wir zu Hause sind. Ich meine, gut, da haben wir auch eine Mauer. Aber die kommen ja dann von allen Seiten und das ist dann so unberechenbar. Ich hoffe tatsächlich nicht, dass sie mir das Tor einrennen. Ah, stimmt, da wollte ich eigentlich noch eine Falle hinbauen. Kann ich die Falle hier verschieben? Ja, ich kann sie bewegen. Weil dann würde ich die nämlich gerne hier so vors Tor machen. Damit sie nicht auf die Idee kommen, das Tor anzugreifen. So, kann ich da. Gut. Sehr schön. Okay, ja. Jetzt haben wir nämlich auch das Tor im Blick. Können wir hier. Okay, ich bin bereit. Ihr könnt jetzt kommen. So, ich glaube, 15 ist das Maximum, ne? Hatten wir, glaube ich, schon mal rausgefunden. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Ich habe jetzt auch jeden Tag an. So, dass ich ein bisschen hier durchpushe und die ein bisschen. Weil, wenn die Falle wirklich funktioniert, ist ja easy peasy, schneezy peasy. Dann, das finde ich so schön, dass man immer wieder die Einstellungen ändern kann und trotzdem immer noch dasselbe Spiel hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer wieder neu anfangen muss. Du kannst halt auch zwischendurch sagen, okay, jetzt möchte ich ein bisschen mehr bauen. Das finde ich hier richtig geil in dem Game. Also das finde ich echt schön. Wahrscheinlich sieht es nicht jeder so, aber ich schon. Da kommen sie jetzt langsam. Aha, da kommen sie. Aha, da kommen sie. Pam, pam, pam. Okay. Ich bin mir sicher, ihr könnt mir nichts. Autsch. Gut, dass sie nicht das Tor hauen. Ach so, der Spaziergang kommt auch noch zur Party. Ja, okay, gut. Also ganz ehrlich, es geht. Also das mit dem Reparieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich brauche zum Reparieren. Oh Gott. Okay, wenn hier so zwei, drei Stück auf eins draufhauen, ist natürlich. Was ist bei dir los? Da. Dass die aber auch sich nicht mit mir anlegen, ne? Sondern hier immer überall irgendwo rumlaufen und gucken, wo sie was kaputt kriegen. Ah, jetzt hat er mich doch erwischt. Aber nice! Das ist easy peasy. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen ab und zu mal hitten lassen. Aber schau dich mal an, das ist nicht mal so richtig kaputt. Das Tor ist so das, was ich mir am meisten, wovor ich mir am meisten Angst, um das ich mir am meisten Angst mache. Wenn ich die Fallen aufstelle, laufen die da auch zuerst auf die Fallen zu. Das heißt, wenn ich das hier alles mit Fallen umgeben würde, würden die halt echt so darauf zulaufen. Nice. Ja. Easy peasy, schneezy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. So. Sehr schön. Ach so, natürlich. What the f. Actually? Okay. Das heißt.
Wir haben demnächst auf jeden Fall. Oh nein. Nein, das ist jetzt gerade nicht. Der Bär ist jetzt da drunter gefallen. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Hä? Nein, ist er nicht. Ah, der ist schon mal hoch. Ja, natürlich. Natürlich. Der wusste ja natürlich, wo er hin muss. Und wieso habe ich das vergessen? Wieso habe ich es vergessen? Natürlich wusste er, wo er hin muss. Und dann ist er einfach schon mal vor. Und ich mache hier die Fundamente kaputt. Nee. Also ich sehe das jetzt nicht, aber ich sitze hier und schüttel die ganze Zeit mit dem Kopf. Weil ich gerade auch übelst einfach geschockt bin von mir selber. Was ich hier mache. Na gut. Ich werde jetzt ganz viele Beeren schlachten, wie es aussieht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bye, bye.